Eis? Lassen wir den kleinen Bruder mal hier. Ich lasse doch keinen Mops hier frei, wenn ich nicht zwingend muss. Also ich muss natürlich wahrscheinlich, denn spätestens in Schloss Almia, das ist ja ein neues Gebiet, werden wir bestimmt Terrain-Fähigkeiten brauchen und ich glaube, da komme ich mit drei Mopsies nicht so weit. Aber eins kann ich ja immerhin behalten. Dort auf der anderen Seite des Sees kannst du Schloss Almia sehen. Mit Sicherheit ein prächtiger Anblick, aber einen Besuch würde ich mir verkneifen. Es sind ein paar Dinge, die es schwer machen, auch nur in die Nähe des Schlosses zu gelangen. Zuerst einmal treiben große Eisbrocken auf dem See. Selbst ein starkes Empoleon müsste diese Brocken mit voller Kraft rammen, um sie zu zerstören. Und um es noch komplizierter zu machen, ist der ganze See voller Strudel. Gerätst du in einen, wird er dich zum Anfang zurücksaugen. Pass also auf. Die Sache ist, ich liebe dieses ganze Gebiet, wie schon 30 Mal gesagt. Aber diese Stelle hier, wo man mit Empoleon über den Eissee drüber schwimmen muss, Richtung Schloss Almia, die war nicht unbedingt immer so mein Freund früher. Weil wir haben ja gerade schon mal gehört, Brocken müssen gerammt werden. Man muss aufpassen, dass man nicht in die Strudel gerät, sonst muss man zum Anfang zurück und alles nochmal neu machen. Der Weg ist auch nicht gerade kurz, man kann sich auch verlaufen. Also es war nicht immer so leicht für mich damals, aber die Idee ist cool. Vor allem, es ist ja irgendwie auch, weiß ich nicht, so ein verwunschenes Schloss, wo man eben auch nur schwer hingelangt, wo angeblich irgendwas Besonderes versteckt sein soll, dass man da natürlich sich erstmal hinkämpfen muss, ne? Finde ich vollkommen legitim und auch mit den ganzen Eisbrocken und so. Alles supi, aber ich saß da früher echt lange dran. Deswegen erstmal wieder orientieren. Ihr seht auch auf der Minimap schon ganz gut, dass sich das so ein bisschen aufteilt. Also wir haben hier diese Strömungen, die halt nur in eine Richtung gehen. Das hier scheinen dann auch die Rückwege zu sein. Ich bin jetzt erstmal so ein bisschen vorsichtig hier. Ja, hier ist quasi auch eine Sackgasse. Und ihr seht, man kann hier halt auch nicht einfach durchschwimmen. Das heißt, flupp, wenn man die Strömung quasi mitnimmt, dann kann man da auch durch die Eisblöcke durchrasen. Nur ich kann das einmal zeigen. Man sollte halt nicht in den Strudel. Weil sonst landet man eben wieder hier und muss alles nochmal neu machen. Und manchmal, wenn man halt viel Schwung drauf hat, dann landet man manchmal aus Versehen in so einem Strudel, wo man eigentlich gar nicht rein möchte. Und ich habe es ja auch nicht so mit der Orientierung. Ihr seht, die Eisbrocken sind dann auch wieder da. Man muss also wirklich alles nochmal neu machen. Deswegen war das für mich manchmal auch ein bisschen schwer, mir zu merken, wo ich halt lang muss. Ja, sieht einfach aus, als es ist, das stimmt, weil ich muss ja mit dem. Kann ich auch? Ich kann auch mit dem Steuerkreuz steuern, aber ich mache es halt mit dem Stift und. Ja. Kriegen wir aber alles hin. Ach, guck mal, da ist noch ein Felsen. Das heißt, da brauche ich ein bisschen mehr Schwung. Ich bremse halt immer frühzeitig ab, weil ich immer nicht so weit gucken kann, ne? Und immer so ein bisschen Angst habe, dass ich irgendwie zu weit schwimme. So, und jetzt ist hier quasi schon mal der erste Ausgang. Das ist halt auch so die Sache. Ihr habt ja gerade gesehen, dass da verschiedene Ausgänge waren. Und einer führt zu Schloss Almia und die anderen quasi in Sackgassen, die zwar manchmal auch ganz cool sind, weil da auch Pokémon fürs Verzeichnis teilweise sind. Yikes. Aber ja, dann geht's wieder zurück. Da den richtigen Weg zu finden, ist gar nicht so einfach. Da komme ich nicht durch ohne Schwung. I see. Ne? Und solche Stellen meinte ich. Die sind dann gar nicht so angenehm. Aber dann kann ich hier vielleicht auch noch mal
checken, wo die anderen Wege wären. Da geht's nur wieder runter. Das heißt, ganz rechts komme ich gar nicht hoch. Nanu, danke schön für 20 Monate Treue. Man muss sich alles merken, es ist halt einfach so. Also rechts komme ich erstmal nicht hoch. Da war ich gerade. Ah, da hätte ich mehr Schwung gebraucht. Okay. Das ist der Weg. Da komme ich aber auch nicht rein, weil da die Strömung halt auch von oben kommt. Und da kommt die Strömung auch von oben. Also habe ich legitim von hier unten aus nur den einen Weg. Quasi einmal Nummer 3. Okay, haben wir das aber schon mal geklärt, dass es halt immer der Weg ist. Ich weiß nicht, ich steuere eigentlich fast alles mit dem Touchpen. Das mag auch daran liegen, dass ich mich früher immer auf die Couch gelegt habe, auf dem Rücken, den 3DS dann irgendwie so in der Hand oder irgendwie auf dem Oberkörper abgestellt und dann gerne mit dem Stift das einfach gemacht habe. Es gibt aber tatsächlich Rätsel in Schloss Almia, wo ich manchmal auch das Steuerkreuz lieber benutzt habe, Stichwort Rutschrätsel, weil das mit dem Stift tatsächlich echt ätzend war. Oder in einem späteren Gebiet, wo auch solche Rätsel waren, wo du halt wirklich sehr genau laufen musstest, da habe ich auch das Steuerkreuz benutzt, aber hier nehme ich tatsächlich lieber den Stift, aber es ist so oder so nicht so leicht. So, da ging es ja nicht durch. Ah ja, und da war der Block. Muss ich nur noch mal gucken. Das war rüber und dann waren da direkt die Strudel. Aber das ging so schnell, dass ich es irgendwie gar nicht mehr so genau im Kopf habe. Ja, okay. Irgendwie so. Und dann muss ich ja nach oben. So weit nach oben wollte ich jetzt zwar eigentlich nicht, aber okay. Wo bin ich jetzt? Das ist ja gemein. Wenn man jetzt hier die Felsbrocken wegnimmt, rechts von mir, dann lande ich ja im Strudel. Aber die zweite kann ich, glaube ich, nehmen. Na, gehen Sie da durch. Das ist so fies gemacht teilweise. Aber ich glaube, das ist nicht der richtige. Also ich glaube, es ist nicht Schloss Almia, oder? Aber egal, wir gucken uns alles an, was ich halt irgendwie finde. Ich habe irgendwie das Gefühl, Schloss Almia war mehr in der Mitte. Ja, sieht man auf der Minimap ganz gut. Da rechts ist auch eine Speichereinheit, also ist da halt auch Schloss Almia. Und hier wäre potenziell ein Pokémon fürs Verzeichnis, sieht man auch ganz gut, was es ist, aber da brauchen wir Tackle 3 für. Dementsprechend muss man später, wenn man wirklich das Verzeichnis füllen möchte, hier auch nochmal durch, um eben das Rexplisar mitzunehmen. Das ist, also Verzeichnis füllen kann manchmal schon ein bisschen nervig sein, weil die sich wirklich in den hintersten Ecken von Almia irgendwie verstecken. Und als ich letztens irgendwann schon mal meinte, hinterste Ecken, dann meinte ich auch hinterste Ecken, wie man jetzt, glaube ich, ganz gut gesehen hat. Wie will Jan morgen streamen, wenn er immer noch auf dem Dachboden festsitzt? Das klingt ohne Kontext auch sehr seltsam, als wenn ich meinen Mann auf dem Dachboden eingesperrt hätte. Also wir haben uns schon was überlegt. Also das sollte eigentlich alles ganz gut klappen. So, ich fürchte nur, dass ich jetzt wieder zum Anfang zurück muss, weil ich wahrscheinlich keinen Weg finde, wieder dahin zurückzukommen, wo ich ursprünglich war. Ich guck mal, ob ich mich hier durchschleichen kann, aber wahrscheinlich muss ich wieder vorne anfangen. Bei hier kann ich. Da. Wenn ich jetzt weiter nach unten schwimme, komme ich wahrscheinlich
nur wieder unten raus. Aber hier komme ich halt auch nur wieder zurück. Aber hier könnte ich abbiegen, vielleicht. Ich versuche mal die Mitte, aber ich bin mir nicht sicher. Okay. War das jetzt die richtige Spur für Schloss Almia? Hier kann ich halt auch raten, ne, welche Spur ich nehme. Aber es ist halt die einzige, die nach oben führt. Oder ich könnte halt nach rechts. Also ich denke, Schloss Almia ist wahrscheinlich in der Mitte. Links waren wir ja schon. Mich würde aber halt auch mal interessieren, was rechts halt noch ist, um ehrlich zu sein. Aber rechts komme ich von hier aus auch gar nicht hoch. Okay. Dann bleibt ja nur die Geradeausspur hier. Ich habe jetzt einfach mal Vollgas gegeben, in der Hoffnung, dass das Spiel mich nicht verarscht. So. Also es geht eigentlich. Also es sieht, glaube ich, teilweise schlimmer aus, als es ist. Weil du siehst halt wirklich im ersten Screen diese, ich glaube, 4 Ausgänge. Und dann im Screen danach nochmal 3. Wenn man natürlich weiß, dass Schloss Almia genau in der Mitte ist und die anderen beiden sind Sackgassen, die man zwar holen möchte, aber wahrscheinlich erst später, wenn man das Verzeichnis füllt, jetzt noch nicht unbedingt. Also wenn man weiß, wo man hin will, geht's. Wenn man so ein bisschen nach dem Ausschlussverfahren das Ganze macht. Man sieht ja, in welche Richtung die Strömungen gehen und in welche eben nicht. Nur manche Stellen sind echt ein bisschen mies, weil du teilweise nicht sehen kannst, was da auf dich lauert. Und du dementsprechend so ein bisschen hoffen musst, dass das Spiel dich halt nicht mitten in so einen Strudel reinleitet. Aber so an sich finde ich es ganz cool. Ich muss mich mal ganz kurz so ein bisschen losdecken. Ich hatte die Wolldecke ausgerüstet für das Schlottertal. Aber jetzt habe ich mich warm geschwommen. Das heißt, ich kann mich einmal in Position bringen. Und dann können wir das Gebiet hier auch erkunden. Ich bin schon mal froh, dass das halbwegs gut geklappt hat. Ich hatte mit schlimmeren Sachen gerechnet. Das Positive ist, wir können Schloss Almia jetzt jederzeit anfliegen. Das Negative ist, wenn ich die Pokémon hier noch holen will, muss ich nochmal durch den See durchschwimmen. Aber das kann man ja später machen. Oh Gott, Random Rosanna. Ich glaube, das Vulpix brauche ich sogar. Deswegen nehme ich das mal mit. Ne? Aber es ist echt schön, wieder Ranger spielen zu können. Es ist halt irgendwie ein sehr entspanntes Projekt. Nicht unbedingt für mein Handgelenk, aber allgemein. Weil irgendwie, ich weiß nicht, das Spiel ist einfach... Macht gute Laune, hat eine schöne Atmosphäre, hat eine schöne Story, macht einfach Spaß. Ist aber jetzt nicht so unglaublich anstrengend für mich, weil, ja, ich glaube, in Ranger bin ich eigentlich ganz gut und ich finde Ranger 2, wie gesagt, auch nicht so mega anspruchsvoll. Es ist einfach ein sehr schönes und spaßiges Projekt und auch sehr entspannt. Ach, dich habe ich noch nicht mal. Ja, da musst du leider zumindest gefangen werden. Deswegen, es tat mir auch so ein bisschen leid, dass Ranger jetzt so lange Pause gemacht hat. Mach doch nicht... diesen. Kannst du das Ding wieder wegmachen? Hat es mich gerade versucht abzuknutschen? Also wenn es jetzt irgendwie ein anderes Gebiet gewesen wäre im Spiel, hätte ich mir das vielleicht überlegt, dass ich gesagt hätte, okay, ne, mein Energielevel ist noch nicht ganz so hoch, aber vielleicht so ein, zwei Stündchen nebenbei. Aber gerade halt für mein liebstes Gebiet wollte ich halt einfach auch voll motiviert dabei sein. Das hätte mir, glaube ich, sonst auch ziemlich wehgetan, wenn es nicht so gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob ich da einfach irgendwie komisch mit bin. Und wenn ich weiß, dass Stellen anstehen, die mir halt besonders gut gefallen, dann will ich die irgendwie
nicht irgendwie spielen, wenn es mir nicht so gut geht oder irgendwie, wenn ich nur kurz mal so ein bisschen Zeit habe oder so zwischendurch, dann will ich mir da auch wirklich Zeit für nehmen und Energie für nehmen, sonst fühle ich mich irgendwie hinterher schlecht. Oh, ein Reitschuh. Ach, guck mal. Von hier aus könnte ich dann quasi ablegen. Wahrscheinlich dann zu anderen Gebieten. Das können wir aber vielleicht machen, wenn wir mit dem Schloss fertig sind. Kaum ist Jan in Quarantäne, versucht Rosanna mich zu schnappen. Ich glaube auch. Aber ich glaube, dann warte ich lieber, bis Jan aus der Quarantäne zurück ist. Bin ich so der größte Fan von Rosanna. Raichu, kommen Sie her. Ja. Einfach Indignation gepult. So. Ich meine, ich mag Pikachu immer noch lieber als Raichu. Und Alola Raichu lieber als das normale Raichu. Aber von der Effizienz her lohnt sich das schon mehr, ein Raichu dabei zu haben. Mal vorbeischleicht. So. Da wären wir. Das ist so ein bisschen der ultimative Zelda-Moment. Also, das waren immer so Zelda-Rätsel, die waren eigentlich immer geschenkt. Wenn du so einen Raum hattest und da waren so Fackelständer oder so, die man anzünden konnte. Und ich meine, das Spiel hat er ja auch eindeutig gezeigt. Oh, Fackel geht aus, Tür geht zu. Also ist schon, ja, ne? Gut, dass ich einen Vulpix dabei habe. Wie kommt man hier bloß weiter? Wir können Urs anrufen, ob der vielleicht durch die Tür einmal durchrennt, wie auf dem Frachtschiff. Wird bestimmt auch klappen. Mission, beschaffe die Blaugämme. Alternativ, lass dich von Alpollo entführen. Hallo. Waren da nicht gerade zwei? Okay, eins hat sich in Luft aufgelöst. Irgendwie habe ich erwartet, dass das Ding sich bewegt, dass das so ein hüpfendes Feuer ist. Aber es ist einfach an der gleichen Stelle geblieben, wie billig. Für mehr hat es nicht gereicht. So. Aber ich freue mich auf Schloss Almir. Ich meine auch, es war jetzt nicht so ein easy-peasy-Gebiet. Man musste schon so ein bisschen aufpassen, aber das passt irgendwie auch ganz gut zu so einem geheimnisvollen Eisschloss. Ach, da ist das zweite Alpollo. Einfach mal in Brand stecken. Kann nicht schaden. Also ich glaube generell, Panflam ist ein ganz guter Partner für das Gebiet. Wo man auch wirklich sagen muss, wenn man sich mal so ein bisschen umschaut, wir haben hier auch viele Wasser-Pokémon, wir haben hier Geist-Pokémon, wir haben Elektro-Pokémon. Also es ist nicht wirklich nur ein reines Eisgebiet. Ob es hier drin Mopsies gibt? Aber guck mal, wie stylisch das alles aussieht. Also wenn sie nochmal ein neues Ranger machen würden, wie auch immer sie das anstellen würden, und dann wirklich so mit der, ich sag mal, Pokémon-Schwert- und Schild-Grafik. Ich fand halt Schwert und Schild so von den Details her teilweise echt gut, wenn ihr euch an euer Haus erinnert. In der allerersten Stadt, das ist so ein bisschen zugewachsen. Das fand ich legitim richtig schön von den ganzen Details her. Und ich glaube, wenn sie das halt wirklich jetzt auf Ranger oder so übertragen würden, das würde richtig schön aussehen. So Schloss Almir? Doch. Würde ich schon gerne mal sehen. Sackgasse. In dieser Richtung geht es nicht weiter.
Durch die Gänge im ersten Stock kommen wir auch nicht weiter. Unpassierbar. Dann bleibt uns keine andere Wahl. Wir müssen diesen Eisblock dort loswerden. Das ist ein großer Eisblock. Aber dieser Brocken ist riesig. Wenn das Eis am Stiel wäre, könnten so ungefähr 403 Leute davon futtern. Hey, diese Klamotten. Wie heißen die Typen nochmal? Ach ja, Pokémon Ranger. Bist du wegen Eis am Stiel hier? Würde ich schon nehmen, ne? Welche Geschmacksrichtung? Warum sollte ein Ranger hierher kommen? Hier gibt es keine Hinweise, Antworten, Geheimnisse oder gar riesige Kristalle. Ach so, dann kann ich ja wieder gehen. Haltet die Klappe, ihr Trottel. Ihr habt den Hang einfach viel zu viel zu plappern. Und Duster-Trio. Ach, was sagen wir, Quartett? Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Angriff! Und jetzt die wichtigste Frage. Habt ihr eine Lieblingssorte Eis am Stiel? Und damit meine ich jetzt nicht Kugeln im Hörnchen oder so, sondern wirklich halt irgendwie was man im Supermarkt in der Tiefkühltruhe beispielsweise holen kann. Habe ich? Nee, da ist noch eins. So. Also wie gesagt, ich meine jetzt nicht irgendwie Schokolade, Vanille oder sonst irgendwas im Hörnchen. Oder in der Waffel für den Rest von Deutschland. Wir sagen im Hörnchen. Sondern wirklich sowas wie, weiß ich nicht, Magnum, was ich gerade im Chat lese oder so. Also Magnum ist scheinbar echt sehr beliebt. Also ich mag tatsächlich Solero sehr gerne. Also ich habe auch nichts gegen Magnum zum Beispiel oder so. Das gibt ja auch viel so Toblerone-Eis, Rocher-Eis, Mars-Eis und so. Aber ich glaube wirklich so Solero? Das mag ich sehr gerne. Oder meine absolute Kindheitserinnerung. Kennt das noch jemand? Gibt's das überhaupt noch? Minimilk? Diese kleinen, schmalen Dinger? Die habe ich, ich war als Kind sehr viel krank und auch öfters mal im Krankenhaus. Und ich habe dann immer Minimilk bekommen vom Kiosk. Ich habe zum Beispiel die Mandeln als Kind rausbekommen, da war ich 4. Und dann war natürlich der Hals ziemlich am Kränkeln und dann habe ich ganz viel Eis bekommen und das war immer Minimilk. Das gab es, glaube ich, in Schoko und in Erdbeer oder so. Aber als ich jung war, gab es auch noch Pikachu-Eis am Stiel im Zoo. True Story. Ich bin nicht wirklich zufrieden darüber, dass unser Ziel nicht erreicht wurde, aber im Moment ziehe ich den Rückzug vor. Pika-Eis im Zoo. Ja, wir waren früher sehr oft, im Zoo. Also ich hatte generell das Glück, dass meine Eltern mit mir als Kind immer sehr viele Ausflüge gemacht haben. Dementsprechend so zur Grundschulzeit. Immer wenn ich mal ein bisschen früher Schluss hatte, also um 12 oder so vielleicht schon. Man hat ja immer so ein paar Tage gehabt, wo man dann vielleicht doch mal etwas früher schon Schulschluss hatte. Dann sind wir sehr oft in den Zoo gefahren oder irgendwie in solche... Wir hatten auch einen Wildpark in der Nähe, die hatten dann ganz viele Rehe und sowas. Oder mal in einen Freizeitpark oder irgendwie in so einen... Generell in einen Park oder in einen botanischen Garten oder so. Schlittschuhlaufen, schwimmen. Also wir haben sehr, sehr viel gemacht tatsächlich. Da bin ich auch sehr dankbar für. Und natürlich, wenn wir irgendwo waren, gab es auch immer ein Eis für mich. Ein Schnäppke. Dich habe ich sogar noch nicht. Bleiben Sie hier. Und wie gesagt, damals gab es tatsächlich Pikachu-Eis am Stiel. Aber irgendwann gab es das leider nicht mehr.